So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prototype. Die habe ich ja etwas out of schedule gehabt. Sprich, ich habe zuerst noch eine Minecraft-Folge gemacht, obwohl die Prototype-Folge dran gewesen wäre. Entschuldigung dafür, aber dafür kommt sie jetzt auch. Es ist Dienstag, 9 Uhr morgens. Eigentlich sollte ich in der Schule sein, aber ich hatte einen Arzttermin und habe mich erst auf die dritte Stunde angemeldet. Das heißt, ich habe jetzt noch eine gute Stunde Zeit. Und da habe ich gedacht, ich mache noch eine Folge Prototype aus Propyros. Das letzte Mal haben wir gegen diese Riesenarmee da gekämpft. Und also diese Riesen-Zombie-Armee da gekämpft und haben die ein bisschen verprügelt, oder? Und jetzt haben wir eigentlich. Dr. Camden hat ja da die Leichen untersucht von Day One, also vom Tag Zero, da wo das erste Mal ausgebrochen ist, das Virus. Und mal schauen, was er uns zu sagen hat. Wir haben eben noch den fetten Pickel am Rücken. Und mal schauen, ob wir den endlich wegkriegen. Mal schauen, was Dr. Camden uns so zu sagen hat. So. Antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type, and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. Ja, der Alex ist ein bisschen sauer, ne? Der Alex, dann wäre ich auch. Wir können bald endlich. Ja, das ist doch geil. Jetzt können wir bald wieder Helikopter fliegen. Oh, so haben sie mich gesehen. Hallo? Die hätten mich ja so sehen müssen. Das macht gerade keinen Sinn, was gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Aber das, was jetzt gerade passiert ist, hat absolut null Sinn gemacht. Denn sie haben mich erkannt, als ich mich verwandelt habe, aber die haben mich als Alex nicht erkannt. Okay. Ich glaube, man muss nicht alles verstehen, oder? Dass hier keine von den Detektoren ist. Okay, dass hier keine Detektoren sind, das ist schon ein bisschen komisch. So, jetzt können wir dann Helikopter piloten. A Grey Goose is a tough job. Swinging a 25,000 pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue? Now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Ja, da hat einer ein sehr großes Selbstvertrauen. Wie cool ist denn das? Wie cool ist denn das so? Okay, kann ich mich erinnern, dass es V gewesen ist. Use mouse to rotate the helicopter. Okay. Wow. Nice. Also dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier ist die Steuerung wenigstens besser als im Call of Duty. Also im neuen, da haben wir die Geschichte durchgespielt. Die Geschichte ist einfach hammermäßig. Also wenn ihr die Geschichte noch nicht gesehen habt, bei mir auf dem Twitch-Channel kann man die sehen. Auf jeden Fall, die Geschichte ist einfach nur Hammer. Aber...
Also, dass man so lange braucht. Die Dinger sind ja stabil gebaut, so. Cyclic, collective, rudder. Hey, I can fly this thing. Ja, das kannst du, Alex. Ja, genau. Und beim Call of Duty ist die Steuerung von Fahrzeugen das einfach katastrophal gemacht für den PC. Wahrscheinlich ist es für die Konsole viel besser gemacht. Habe ich dann auch gemerkt, als ich dann auf dem Controller geswitcht bin, wie einfach das ist. Signal Strength Meter. Hunters with the required DNA are found within affected water towers. The Signal Strength Meter shows how close you are to an infected water tower. Okay, hier scheint es keine zu geben. Hier kommen wir näher. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Ah, da ist er. Immer schneller und schneller und schneller und schneller. Gotcha. Okay, ich wollte eigentlich den Hunter animieren. Oh, oh! Boah, der hat mich fett getroffen. So ist das, hä? Oh, oh. Man, I hope this works. Wow, ist der schnell. Nee, 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 du wirst mich nicht abhauen. Alter, shit, ist der schnell. Ist Alex schneller? Ist Alex schneller? Mal schauen, ob Alex schneller ist. Also dem seine Agilität will ich auch haben. Wow. Was ist jetzt? Okay, jetzt können wir, ich glaube, töten.
So. Ah ja, jetzt hätten wir ihn fast umgebracht. Is this the Metal Alex? The Metal Alex? Wow. I'm back. Oh oh, da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand wütend. So. Guck mal. Da guckt man einen an. The blade is a powerful and deadly cutting and thrusting weapon, perfect for slicing and swiping through even the toughest armored vehicles or infected hides. For individual attack, this is your most powerful attack power. Okay. Also, wir haben gerade Armor reduced soul damage taken with the compromise of reduced mobility. You cannot glide, parkour or dive roll when this power is activated. Okay. Nice, okay. Und dann behalten wir das mal so. So. So, dann gehen wir mal weiter. Flying Mission, haben wir irgendwo eine Fliegermission, die würde ich nämlich gerne machen. Okay, nicht. Wie gesagt, machen wir weiter mit der Geschichte. Aber Upgrades könnten wir uns noch kaufen. So, Grand Spike Upgrade Max. Bitte gerne. Hammerfist Elbow Slam. Ich nehme ich mal. Okay, wir haben nicht mehr genug. Longshot Grab. Oh, der ist nice. Muscle Mass Throw, nein, alles okay. Movement, haben wir Movement eigentlich noch was? Health Boost hätten wir noch. Critical Mass Boost hätten wir noch. Und Regeneration. Ja, Regeneration nehmen wir. So. Regeneration nehmen wir. Und dann machen wir mal weiter. Jetzt die Frage, gehen wir wieder zurück zum Doktoris oder machen wir was anders? Mal schauen. Ey, war diese Hunter schnell, ey. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch reicht für eine Mission. Wir können ja mal andere Short Missions machen. Also komm, ich schau mal, was gibt's denn hier? Armor. Also komm, wir machen mal so einen. Ich habe die nie besonders gern gehabt. Ich habe nur die Fly-Mission habe ich gern gemacht. Also die, wo man so gleiten muss, aber diese hier habe ich nicht wirklich gern gemacht. So, dann machen wir die mal. Was ist das? 125. Use the armored vehicle to kill as many enemies as possible within the time. Tips, focus on marked enemies. Use both the turret and machine gun. Keep moving. Dann schauen wir mal, wie gut das kommt. Das ist einfach Maskenkarambolage hier. Mehr ist das nicht wirklich. Ich weiß. Keep shooting, okay.
Also mehr, das ist einfach sinnloses Geballere, um Militärheinis zu töten, mehr ist das nicht. Das ist schon ein bisschen schade. Das weiß ich auch, wieso sie sagen, keep moving. Nee, okay. Event failed, vehicle destroyed. So viel dazu. Hi, dann lieben wir mal. Aber ich hätte gesagt, machen wir da nochmal eine kürzere Folge. Das ist auch gut so. Weil dann mache ich mich nämlich wieder auf den Weg in die Schule. Und dann mache ich auch den Abschied schnell. Dann verabschiede ich mich und sage tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Prototypos, Papyrus. Lieben Like, damit es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich über ein Abo auch freuen. Und dann sagen wir, also sagt Alex, Alex, hallo, du musst stehen bleiben, du musst verabschieden. Alex, Alex, bitte, Alex, so, so. Und dann sage ich, tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Prototype.